So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag oder Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Ich habe gedacht, ich werde trotzdem probieren, die Folge Raid am Mittwoch noch diese Woche rauszuhauen. Denn wenn du jetzt zwei Wochen wieder zusammennimmst, dann kann ja wieder einer, der in der Woche eigentlich Schocker der Woche gewesen wäre, vielleicht nicht Schocker der Woche werden, weil ja dann ein anderer auch mit dabei ist, der da Schocker der Woche wäre und dann dem das wegnimmt, obwohl der ja da sein könnte und der da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist gerade kurz ruhig. Es ist gerade so irgendwie, keine Ahnung, und ich sitze jetzt kurz mal da und ich versuche das jetzt abends aufzunehmen, aber ich weiß, in diesem komischen Drachen-Event ist auch bald diese komische globale Herausforderung erfüllt, fertig, und dann wird ja ein Bonus freigeschalten. Kann also sein, dass das hier nicht am Donnerstag kommt, weil wir mal gucken, ob wir den Bonus euch zeigen können oder ankündigen können, der dann ab wahrscheinlich Donnerstag verfügbar ist für den Rest des Drachen-Events. Und dann seht ihr halt Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, und dann habt ihr es auf jeden Fall noch diese Woche. So, kurze Anmerkung noch, Pupsi war mal in der Apotheke, hat extra mir hier diese komischen Wick-Cool-Gummies mitgebracht mit kühlendem Menthol plus Zink. Hat gesagt, die waren im Angebot, stand dort heute Angebot, ne? Hat gedacht, ach, die sind günstiger, die nehme ich mit. Dann habe ich vorhin ein paar gefressen und dann hat sie hinten gesehen, oh, die sind seit 11.23 abgelaufen, hat sie gleich gesagt, das dürfen die doch gar nicht machen. Das hätten die angeben müssen. Hätten sie hier stark reduziert wegen MHD oder irgendwas. Jetzt hat sie sich drauf verlassen, es ist gerade ein gutes Angebot dabei. Es ist einfach über die Zeit und dann wird das herausgewuchtet, aber ja, egal. Mir schmeckt es ja trotzdem, sieht ja auch gut aus. Wir wollen euch jetzt auf jeden Fall wieder die Highlights der Woche zeigen und natürlich auch den Schocker der Woche. Und so sehen die aus. Die sind so rot mit so einem blauen Ding dran. So. Also, wir starten mit den... Mann, hängt sich das alles in die Kusche. Wir starten mit den Highlights der Woche, genau. Angefangen hat die Woche hier beim Alex, der hatte mir nämlich das Ticket geschenkt für den Februar, für die Eierlei-Zugangsforschung im Februar, dass ich den ganzen Februar wieder Brutmaschinen habe, jeden Tag eine gratis Brutmaschine bekommen beim Drehen und diese Forschung habe, wo auch Hisui Fukano hinten drin ist. Und danke an Alex. Ich habe extra Video dazu gemacht, das kam auch wieder richtig gut an. Ich glaube 150 Aufrufe oder so. Da haben die Leute gerne mal geguckt, was denn in dieser Forschung drin ist. Und was es da für Aufgaben gab. Ich mache immer die Ticketforschungen extra dafür, dass die Leute, die das Ticket nicht kaufen oder nicht kriegen können oder kein Geld dafür haben oder irgendwas, dass die sehen, was die verpassen würden. Aber man verpasst nichts, also ist es eigentlich auch wurscht. So, dann ging es schon los, da bin ich mit Jason Glücksfreund geworden. Dann hat der Alex mir noch das C-Day-Ticket geschenkt. Also Doppel-Alex in dieser Woche gewesen, das C-Day mit dem Chanera. Dann bin ich mit Max Glücksfreund geworden, wieder mit Jason aus M Glücksfreund geworden. Wir haben nämlich ein Pamo getauscht. Momentan war ich auf dem Stand, dass ich absolut nichts brauche. Ich sammle keine Shinies mehr, ich sammle keine 100er mehr. Theoretisch sammle ich auch keine Legendären mehr. Ich mache die für den Pokédex-Eintrag, die kann ich eh nie auf 50 pushen mit dem Free-to-Play-Account. Das ist alles Quatsch. Ich wusste einfach nicht, was ich nehmen soll. Er hat dann gesagt, naja, was kannst du mir denn geben? Ich habe gesagt, mein letztes Pokémon ist Pamo. Willst du Pamo? Ja komm, lass uns Pamo gegen Pamo machen. Wir haben Pamo gegen Pamo getauscht. Das ist glücklich geworden, weil es ein Glückstausch war. Und mit diesem Glückstausch ist direkt der nächste Glücksfreund-Status beim Jason wieder getriggert worden. Das war eine lustige Situation. Es ging aber auch um nichts. Und ja, ich habe das Ding dann halt einfach weggeschmissen, weil ich brauche es ja nicht. So. Dann bin ich mit Alex Glücksfreund geworden. Der hat es auch verdient. Der macht ja immer viel. Ne? Dann bin ich mit Baumlieber Glücksfreund geworden. Denn wie ihr wisst, ist ja in diesem Drachen-Event, ist ja das eben mit Freunden und so, dass man beim Tauschen höhere Wahrscheinlichkeit auf Glücks-Pokémon hat. Aber ich tausche nichts mehr. Da bin ich drüber. Ich habe meine Sachen fertig. Und dass man mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Glücksfreund wird, aber das graust mir. Die wollen dann immer alle, hast du das Shiny? Oh, kostet 40.000, habe ich noch nicht. Was willst du? Nix. Oh, du kriegst auch nix. Tschüss. Und, aber das ist halt so. Das macht sich jetzt so krass bemerkbar, gerade wenn du deinen Main-Account nicht mehr hast. Dann Alexander Ahringer nochmal. Endlich Shiny Arctip in der normalen Form, auch vorhanden in Pokémon Go. Dann hier endlich Shiny Burmy in
Pokémon Go. Henry Nicky hat dann das Event, das Ticket für das Drachen-Event gekauft, geschickt, gesponsert. Das war auch cool, das war die leichteste Forschung der Welt. Da lag ich ja im Bett und Pupsi hat dann auch ein bisschen herumgemacht und dann, wie man das halt so macht. Dann nochmal Alex, auch wieder Glücksfreund geworden. Also wir haben auch getauscht, dann ist er auch wieder relativ schnell Glücksfreund geworden. Das finde ich gut. Und dann Alex seine Community Day Ausbeute. Ich habe noch ein bisschen, ich schwitze auch schon wieder. Es läuft schon wieder, es saftet. Es suppt und es saftet. Meine Community Day Ausbeute bis auf Burma Damm in Pokémon Go. 4 Scharniere, Hyper Noob, Glücksfreunde, Prinz. 1 Senlong gesehen, 1 gefangen, 100%. Der hat also im ersten Raid oder in der ersten, ich weiß ja nicht, was er gemacht hat, vielleicht ist es auch die Forschung, vielleicht ist das sonst was. Sieht aus wie Level 15, oder? Das ist eine Feldforschung. Feldforschungsaufgabe und da im ersten direkt 100%iges Senlong bekommen, das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Ich finde das Ding mega hässlich. Das ist so hässlich. Das sieht für mich aus, als wäre es shiny, obwohl es kein shiny ist. Das sieht normal einfach so hässlich aus. Die Leute lieben das. Ich finde das so... Ah. So, Kaiser Kai, Random-Tausch mit dem kleinen Account und einfach Level 1 100er geworden. Das finde ich cool. Quartermag, das ist ein richtig cooles Pokémon. Ich muss natürlich verschicken, ich brauche Pokémon-Platz, wenn ich sowas hätte. Monolog hat uns hier eine Big Box mit 60 Mini-Boxen Tic-Tac-Travels gezeigt. Kannte ich noch gar nicht. Pupsi hat gleich gesagt, doch, hat sie schon mal gesehen. Hab ich gesagt, was? Warum hast du nicht mitgebracht? Das ist doch voll cool. Und sie, da ist aber nicht viel drin. Ich habe gesagt, das sind ja auch nur Travel-Boxen. Und deswegen ist auch nicht viel drin. Aber so mal 4 Tic-Tacs mit einmal, das ist schon fresh, aber... Ich hab's noch nicht gesehen, fand ich cool, habe ich mit reingenommen. Benny ist Glücksfreund geworden. Betty ist Glücksfreund geworden. Fusinator Glücksfreund. Krypto Saphir, der gute Gabriel, Grüße gehen raus. Glücksfreund geworden. Was für Schocker der Woche, ab ins Tierheim. Shiny Tortunator. Es ist einfach nur ein Shiny. Gut, es ist ein Raid Shiny. Aber da ist ja Shenlong, Shenlong ist ja auch ein Raid Shiny. Viele andere Sachen sind ja auch Raid Shinies. Also, das wirkt, wenn nichts Besseres da ist, okay, aber ich glaube, das hat nicht so die. Bin auch mal wieder dabei hier. Andy Vorbeck, Poddy 100%, Güstro mitgenommen. Tiso zeigt auch Ausbeute. 21 Shinies hat sie, glaube ich, mitgenommen. Hat gesagt, war eine gute Shiny-Rate insgesamt. Hat auch 26 Bonera gebrütet, aber kein Shiny bekommen. Das fanden sie sehr schade. Hat dann beim Drachen-Event nochmal ein Shiny Algit mitgenommen. Die restlichen Eier, als der Sea Day um war, im Drachen-Event noch gebrütet. Der Nachtrag also zum Sea Day und da auch kein Shiny Bonera dabei. Da ist es sehr traurig. Wenn ich eins hier habe auf dem Habanero-Account, dann würde ich ihr das geben. Ja, kann sie mir mal ein irgendwas, was ich brauche, für einen Pokédex-Eintrag, zum Gierspenst. Ich müsste mir nur eine Box aufmachen, dann hätte ich eins, aber so, weil ich... Ich gönne euch jetzt. Mir ist das alles nicht mehr wichtig. Ich gönne euch. Deswegen muss ich mich mal dran gewöhnen, Shinies aufzuheben und nicht zu verschicken. Damit ich dann den coolen Leuten auch mal was rausgeben kann wieder. Huselinchen hier. Shiny Sichlor. Shiny Sichlor mitgenommen. Senlong Shiny mitgenommen. Oh, Schocker der Woche ist ja wie? Das Ding vorhin, Tortunador, oder? Selm? Aha. Wisst ihr Bescheid? Blood and Tears, da wird es immer schwierig. Hier haben wir, was haben wir denn? Wir haben Kindwurm Krypto, Turtok Shiny aus dem Abenteuerrauch, Ferkuli Shiny, Punita Shiny, Demeteros Shiny, Pandimos Shiny, Mauzi Shiny, Zubiris, Glurak Shiny, Pygraulon Shiny, dann Arctos 13, 13, 13, könnte ein 100%iges werden beim Erlösen. Ihr habt aber auch Balgoras als Shiny mit dabei. Huch, so. Wir haben 100% Schwalbini, wir haben 100% Dratini und hier unten habt ihr da noch, die hat ausgeschrieben, hatte letzte Woche keine Zeit, daher meine Ausbeute von 2 Wochen. Üst, das Arctos wird erlöst, mir fehlen halt nur die Bonbons für. Da ist noch 100% Flunkiefer, Zuckerkeks, Filino, Ganovil, Shiny Tentara, Shiny Wuffels und Shiny Krypto Ho. Oh, so, Kohlemann! Ist der Kohlemann schon wieder da? Ade, Schatz! Kohlemann nicht besser als nichts. Wie nicht? Nicht?
Nicht besser als nichts, besser als nichts. Also nicht, ja. Hat er Schocker der Woche? Nein, das ist Null. Normalerweise nehme ich Nuller gar nicht mit rein. Ich hab's jetzt mal mit rein, weil Kohlemann klingt lustig, wenn man den Namen sagt. Kaum zu erkennen, das Shiny. Ja, Sören auch. Einfacher Tausch. Zwei Atmurai. Ich sehe nur eins. Er hat da zwei, aber die sitzen ineinander wie ein Kostüm. Hat das die Haut von dem anderen Atmurai drüber gezogen. Tentacha hier auch. Krypto Shiny. Da macht er gleich den Bisa-Fan. Smiley. Mal den Mund auf. Aus dem Ei beim zweiter Kauen 100% Togepi. Irgendwie muss ich gerade feststellen, es macht meistens unglaublich viel Spaß, Raid am Mittwoch aufzunehmen und Stuss zu labern und das alles ins Lächerliche zu ziehen oder die Namen blöd auszusprechen. Das ist anders, als wenn man draußen unterwegs ist und immer zu guckt einen jemand was weg und der Wind geht und die Autos fahren nicht um und einfach das hier so zu moderieren und so anzusagen. Das ist, eigentlich ist das ein tolles Format. So. Sören! Lauterbach, 0% nix. Sören, ich häng sicher hinterher. Da war immer die Frage an die Community, wie weit seid ihr denn bei eurer komischen Giovanni-Medaille? Ich habe bei dem Habanero-Account 1. Weil das mein erster Giovanni war mit Kyokre drin. Wie viel habt ihr? Er ist bei 20. Wie viel kann man maximal gerade haben? Man muss ja 50, glaube ich, machen für Platin. Das ist brutal, weil der kommt ja gefühlt einmal im Jahr. Dann Sören läuft momentan besser als in den letzten Wochen hier. Glibungel kann er zu einem 100er erlösen. Würde ich wegschmeißen. Kaiser Kai hier, Shiny, Latios, Arctos, Krypto, Absol, Shiny, Georock erlöst, 100, Pichu, 100, dadurch auch jetzt Familie voll, komplett, zack, Raichu mit Kostüm. Dann Kata, 100%, Bonera, Staralili, ist das erlöst? Ist das so ein Schimmer? Sieht erlöst aus, oder? 100% Staralili erlöst, Medang auch erlöst, weißt du Bescheid, aus der Feldforschung, Smogon, Wildnis, Smogon in Shiny, 2 Stunden gespielt. 14? Ich glaube 14 Shinies, darunter aber auch Bonera mit dabei. T-Tomek, der ist letzte Woche ganz knapp an dem Schocker der Woche vorbeigegangen. Hat jetzt für die Woche eingereicht. 100% Krypto, Kindwurm. Das ist auf jeden Fall krass, das ist cool, das ist selten, das ist stark, das ist nützlich, das ist mega. Na, mega kannst du nicht mehr, wenn es Krypto ist, aber egal. Muss die Haare wieder hinmachen. Aber er ist letzte Woche knapp entgangen, deswegen diese Woche lasse ich ihn da auch nicht auf die 1. Ich habe was, was mich mehr geflasht hat, weil 100%ige Kryptos habe ich schon so oft auch gesehen. Und ich habe diese Woche einfach noch was gehabt, was ich noch cooler fand. Deswegen, das ist stark. Er hätte es eigentlich schon wieder verdient, aber ist wieder ganz knapp dran vorbei. Denn das ist, glaube ich, das zweitbeste von der... Oh, nee, warte, das ist das Beste. Madu hat nämlich ein Schnitzelfritz reingeschickt mit Curry. Schnitzelfritz Curry, Beste. Müsst ihr euch gönnen aus Netto, sage ich immer wieder. Ich esse da auch immer so ein bisschen Madoc mit drauf. Madu hat hier einfach die End of Sanity Soße noch daneben liegen. Die war auch richtig stark, richtig genial. Das Bild macht mich irgendwie total glücklich. Leider habe ich momentan absolut gar keinen Geschmack. Esse auch gerade relativ wenig. Deswegen würde sich bei mir so ein Schnitzelfritz Curry gar nicht lohnen. McMaggie, Ponita, Shiny, Nazim, erstes Knaddox aus dem Ei bekommen, zack, direkt 100%, 650, das ist cool. Ich glaube, Schäfer hat auch im ersten Ei ein 100%iges gehabt, aber er hat es nicht privat eingeschickt, deswegen habe ich es wahrscheinlich vergessen abzuscreenen, ich habe es aber in irgendeiner Gruppe mal gesehen. Naja, egal, Nazim auf jeden Fall 100% Knaddox, das ist eigentlich auch, das ist Knaddox. Showcases gab, ist auch schon wieder eine Frechheit. Sonst war ein Event, da hast du die wilden Pokémon gehabt, die hast du gefangen, das Größte reingesetzt, fertig. Jetzt heißt es, setz rein, was im Raid ist. Du musst also ganz viel raiden, um einen guten Platz zu haben. Oder setz rein, was im Ei ist. Du musst ganz viel brüten, um einen guten Platz zu haben. Aber beim Brüten ist noch schlimmer. Du kannst ja nicht gezielt brüten. Also die Showcases werden immer gemeiner, immer hinterhältiger. Seht ihr das auch so? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann mal Cumulus hier. Bei Atomasan. Burmel 100. Schwalbini. Shiny. Visor. Shiny. Driftlon. Könnt ihr zu einem 100er machen. Jetzt fliegen mir hier die Haare trotzdem immer so rum. Hunduster. Aus der... Moment. Da hat jemand den Strom nicht bezahlt. Muss mir wieder drücken, dass es wieder angeht. Zweiter Bildschirm noch. Da ist es wieder.
Cumulus aus der Feldforschung her, Hundusta in 100% noch, Monozyto in 100... In Shiny mitgenommen. Lenzart hat das Ding eine höhere Shiny-Chance. Bronzel, ich sag ja. 44 Shinies bekommen am Main. Ja, Vonera auch. 200% bekommen auf Lennart. Eines bleibt, das andere wird entwickelt. Stark, Glückwunsch. Auf Baum lieber 21 Shinies und 100% erhalten. Krass, stark, Glückwunsch. Da machst du dem Honey ja schon Konkurrenz, wa? Hab mein Spiel wieder kaputt gemacht. Das sieht sehr gut aus. Nur noch Gewicht, mehr braucht das nicht mehr. Außer aus der Ticketforschung. Henry hier, Totonator. Dann wäre ja das, wenn das Totonator vorhin, dann müsste das ja auch Schocker der Woche sein, weil da war ja auch so. Ist ja auch so ein Ding. Aber auch so gekriegt. Dann habt ihr hier Henry nochmal, zweiter Raid, Senlong, Shiny mitgenommen. Für Raider Mittwoch hier Carvador 100%, Glücks, Dratini 100%, Quacks, der Böse 666 vom Brainy, der mit den scharfen Schoten, der Stendale tot, kennt ihr. Baloo hat mit Alidon getauscht, 100% Chanera dann bekommen. Nach dem Tauschen, die Feuerwehrfra schickt hier rein ihre Ausbeute, da auch etliche Chanera, Hetera dabei, ein Latios noch in Shiny, was sie hier hat. Und aus der Spezialforschung direkt ein 100%iges Hytera bekommen. Ihr kriegt ja immer eine fertige Entwicklung aus der Forschung. Bei ihr war das direkt dann ein 100%iges. Das ist was, was man ja aufheben kann, weil das was Besonderes ist. Purmel hat es auch noch mitgenommen. Gramurks in Shiny hat sie auch noch mitgenommen. Alge den Shiny hat sie mitgenommen. Und das ist für nächste Woche schon wieder Henry, denn der kam erst nach dem, wo ich schon alles abgescreent hatte. Habe ich aber schon wieder neu abgescreent, damit ich es dann wieder habe. So, das waren jetzt die Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Aber vorher haue ich mir hier nochmal so eine Handvoll von diesen komischen Bonbon-Dingern da rein. So, und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von NetGhost 79. Erster Raid, zack, Shiny. Lasst mal auf euch wirken hier. Gesehen eins, gefangen eins, Shiny. Beim Henry war der zweite Raid der Shiny, das heißt NetGhost ist besser, jetzt sagt ihr, aber beim Prinz war der erste Raid doch direkt das 100er. Ist das 100er da nicht besser als das Shiny? Was hat denn jetzt eine höhere Rate? Aber der NetGhost, zweiter Raid, 100er. Hui, hat er das sich auch noch geholt. Zwei gesehen, zwei gefangen. Das fand ich richtig brutal, weil das sind wirklich keine Aufgaben gewesen oder irgendwas. Das waren wirklich Raids. Das siehst du auch hier nochmal. 12.10 Uhr, Senlong wurde gefangen. Shiny, 12.55 Uhr, Senlong wurde gefangen. 100% mit 20, 81. Und das direkt nacheinander, back to back. Nicht ein Tag das, sondern den Raid gemacht und direkt den nächsten Raid und einfach erst Shiny und dann 100er. Und das von diesem neuen Pokémon, wo die meisten noch nicht mal einen Raid gefunden haben, wo die meisten sagen, sie finden keinen Raid. Das Ding ist so selten. Er kriegt einfach 100% und Shiny direkt hintereinander. Das finde ich schon krass, das finde ich genial. Ihr habt beides nochmal auf einem Bild. Was sagt ihr dazu? Ist das der Schocker der Woche? Wer jetzt noch sagt, nö, der... Boah. Pisa... Ja, hier nehmen wir nochmal die Bonbons. Das ist nämlich gut, wenn ihr da so die Tüte da mit, fast mit einmal gleich leer ist. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.